Herzlich willkommen zum zweiten thematischen Podcast für das Seminar Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft zum Thema Graphematik und Orthographie. Um es gleich vorweg zu sagen, es gibt spannendere Themen im Bereich der Linguistik, die man mittels eines Podcasts einführen könnte, wie zum Beispiel Semiotik, Semantik, Pragmatik, Gesprächsanalyse, Textanalyse, Diskursanalyse und Soziolinguistik. Nur sind das alles Themenbereiche, die auf den Grundlagen aufbauen, die Sie sich hier im ersten Semester erarbeiten sollen. Und zu diesen Grundlagen zählen eben auch die Gebiete Graphematik und Orthographie. Die Graphematik stellt dabei gewissermaßen die Gelenkstelle dar zwischen der Phonologie und Phonetik auf der einen Seite und der Morphologie auf der anderen Seite. Die Orthographie, also die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der rechten Schreibung, der normgerechten Schreibung, möchte ich hier im Podcast an zwei oder drei kleinen Beispielen besprechen. Der Podcast dient der Vorbereitung der Sitzung vom 29.11., die wieder mit dem Modell des Inverted Classrooms umgesetzt wird. Das heißt, Sie erarbeiten im aktiven Plenum Übungsaufgaben und Lösungen für Aufgaben, die wir dann gemeinsam vergleichen wollen, allerdings nicht in einer separaten Sitzung. Das gibt das Thema nicht her, sondern wir werden in der nächsten Woche tatsächlich sowohl üben als auch gleichzeitig die Evaluation durchführen, um dann zum nächsten Thema zu gehen. Zur Vorbereitung dient zum einen, wie gesagt, dieser Podcast und zum anderen die Lektüre der Grundlagenliteratur. Die fällt zum Thema der Graphematik und Orthographie relativ schmal aus. Im Reader zum Seminar werden Sie lediglich nur kurze Verweise auf eine Stichwortliste finden. Sie können sich thematisch noch vorbereiten über die Lektüre des jeweiligen Kapitels in der germanistischen Linguistik von Albert Busch und Oliver Stenschke und natürlich eine deutsche Rechtschreibung wie die aus dem Duden Verlag ist möglicherweise hilfreich, wenn man sich mit dem Thema der Orthographie auseinandersetzt. Ganz kurz hatte ich ja schon erwähnt, dass die Graphematik quasi als Gelenkstelle zwischen Phonetik, Phonologie auf der einen und Morphologie auf der anderen Seite steht. Sie sehen deshalb hier in der ersten Annäherung und der Wiederholung schon die Übersicht, die ich Ihnen beim letzten Mal präsentiert habe. Wie deutlich sichtbar wird, ist, dass wir bisher uns mit der akustischen Realisierung von Lauten in der konkreten Realisierung und ihrer Zuordnung zu Systemstellen auf einer abstrakteren Ebene beschäftigt haben, dass sich dieses spiegelbildlich für die andere mediale Erscheinungsform von Sprache, nämlich in der Schriftlichkeit, genauso für die grafische Realisierung und abstrakte Systemstelle von sprachlichen Zeichen umsetzen lässt. So haben wir auf der grafischen Seite den Graphen in der Realisierung und auf der Systemebene das Graphem, wo wir auf der akustischen Seite das Phon und das Phonem finden. Mit dem System, was Ihnen jetzt hier vorliegt, können Sie die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten des Sprachsystems sowohl auf mündlicher wie auch auf schriftlicher Ebene voneinander unterscheiden. Das ist im Wesentlichen der Sinn und Zweck der Einführung in die Phonetik, Phonologie und Graphematik. Sie sehen das hier an den drei Beispielen, die unterschiedlichen Realisierungen der Lautfolge rot, einmal auf phonologischer Ebene in eckigen Klammern, dann auf Systemebene phonematisch in Schrägstrichen und in der graphematischen Realisierung auch der Systemebene zugeordnet mit den in spitzen Klammern. Eine wesentliche Größe oder Definitionsgröße benötigen Sie noch neben denen, die wir bis jetzt besprochen haben, und zwar ist es die des Allografen. Und zwar hier in Bezug auf Allografen eines Phonems. Am Beispiel sehen Sie eine von Schülern geschaltete Anlauttabelle. Damit lernen Kinder in der ersten Klasse lesen und schreiben. Wir schauen uns die Beispiele Vogel, Fenster und Fliegen genauer an, wie sie bei der Realisierung der Laute Vogel, Fenster, Fliegen der Anlaute bemerken werden. Ist es die Laute, die Anlaute sich nicht voneinander unterscheiden, aber im schriftlichen Bereich auf der graphematischen Ebene realisiert sind über die Graphen V und F. Nichtsdestotrotz sind die beiden Varianten des selben Phonems, wie Sie es in der Übersicht angezeigt sehen, und diese bezeichnet man als Allografen eines Phonems.
Wie auch in der Phonematik können Sie natürlich in der Graphematik Minimalpaare bilden. Hier folgt man demselben Prinzip. Sie sehen, dass sich am Beispiel der Mehrgraph SCH nicht weiter zerlegen lässt in weitere einzelne Bestandteile. Und wenn Sie so eine Minimalpaarbildung an unterschiedlichem Beispielmaterial durchführen, können Sie ein Grapheminventar für das Deutsche erstellen. Zu unterscheiden sind dann Vokalgrapheme auf der einen und Konsonantengrapheme auf der anderen Seite. Davon unterschieden sind noch die sogenannten Grapheme für Fremdwörter. Die sind aber für die Klausur, zum Beispiel für die Erstellung eines Grapheminventars, von Ihnen nicht zu beherrschen, da diese auch stabilen und regelmäßigen und vor allen Dingen sehr starken Veränderungen unterworfen sind. Das Kernelement der Beschäftigung hier im Grundkurs mit der Graphematik sehen Sie hier. Es handelt sich dabei um die sogenannten orthografischen Prinzipien. Man unterscheidet das phonografische Prinzip, das silbische Prinzip und das morphologische Prinzip. Und diese werden wir uns jetzt im Folgenden ganz kurz betrachten. Das phonografische Prinzip oder phonologische Prinzip stellt gewissermaßen die Grundlage dar dafür, für die Beziehung zwischen Graphemen auf der einen und Phonemen auf der anderen Seite. Man spricht hier von der Graphemen- und Phonemen-Korrespondenz, die ich Ihnen jetzt ganz kurz in den Übersichten hier zeigen möchte. Hier sehen Sie zunächst die gespannten Vokale, auf der linken Seite in der Übersicht immer die direkte Korrespondenz und auf der rechten Seite sehen Sie dann die jeweiligen Beispiele dazu, einmal in einer lautlichen Realisierung auf der einen und in der graphischen Realisierung, also graphematischen der Systemebene auf der anderen Seite. Neben dieser direkten Graphem- und Phonemkorrespondenz unterscheiden wir die für das phonografische Prinzip, die ausschlaggebende Basis bildet, unterscheiden wir weiter das silbische und das morphologische Prinzip. Bei dem silbischen Prinzip ist es im Wesentlichen so, dass man sich das in der Praxis so vorstellen muss, dass alle die Schreibungen, die von der Graphem-Phonem-Korrespondenz abweichend sind, entweder über das silbische oder das morphologische Prinzip erklärt werden müssen. Und Sie sehen es hier in der ganz kurzen Definition, also wird eine Sprechsilbe nicht wie in den Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln vorgegeben, realisiert, liegen dem silbenbezogene Regeln zugrunde. Ganz typische silbenbezogene Schreibungen sind das Silbeninitiale H wie in drohen, die Gelenkschreibung bei Doppelkonsonant-Graphemen, also Geminaten wie in Watte, oder die graphische Worttrennung an der Silbengrenze. Besonderheiten nach Stellung werden vor allen Dingen in Bezug auf die Silbe als Einheit beschrieben und analysiert. Je nachdem, an welcher Stelle eine bestimmte Konsonantengrapheme oder Vokalgrapheme realisiert sind, lässt das Rückschlüsse auf den Aufbau der Silbe zu. Zu unterscheiden ist hier der Silbenanfangsrand, die Silbenmitte und der Silbenendrand. Am Silbenanfangsrand haben wir zwei ganz typische Ausnahmen in der Schreibung, zum Beispiel in den Lautfolgen Strick und Split. Würde man nach dem phonologischen Prinzip argumentieren, wären in Strick und Split jeweils das Mehrfachgrapheme SCH zu realisieren. Das würde aber dazu führen, dass wir eine Konsonantenhäufung hier am Silbenanfang haben und das wird in der Regel vermieden. Besonders für die Silbenmitte sind die unterschiedlichen Diphthongschreibungen, die Sie am besten in einer Orthographie nachschlagen können. Die sind recht umfangreich und ich wollte sie jetzt hier nicht beliebig aufzählen und argumentieren. Wichtig ist dabei, dass es starke regionale Unterschiede gibt, die in der Diphthongschreibung sich niederschlagen. Typisch für den Silbenendrand oder typisches Merkmal für den Silbenendrand ist, dass je nach der Gestalt dieses Silbenendrandes sich Rückschlüsse auf die Vokallänge in der realisierten Silbe, Schreibsilbe ziehen lassen. Zu unterscheiden sind zwei wesentlich typische Realisierungen, nämlich einmal in Bezug auf den Langvokal und in Bezug auf den Kurzvokal. Langvokal wird in den Silben realisiert, wenn es sich um zwei Silber mit offener Tonsilbe handelt, also wie in Gabel oder Straße. Ein Silber mit einem Grapheme am Endrand werden ebenfalls mit Langvokal realisiert, also wie in Flut. Eine weitere Möglichkeit, um Langvokal anzuzeigen, ist das sogenannte Dehnungs-H bzw. die Verdopplung von Vokalgraphemen.
Die andere Option, die Realisierung mit Kurzvokal, zeigt sich in Einsilbern mit mehreren Graphemen am Endrand, wie in Liszt, oder in Mehrsilbern, die mit einem Graphem am Endrand stehen, wie in Kante, oder bei Konsonantengeminationen, aber das ist eben wieder auch wie das Dehnungshaar oder die Verdopplung von Vokalgraphemen nicht auf die Gestaltung des Silbenendrandes zurückzuführen. Neben phonografischem Prinzip oder phonologischem Prinzip und silbischem Prinzip ist das sogenannte morphologische Prinzip zu unterscheiden. Hier greifen wir schon vor auf das nächste Thema, nämlich die Morphologie, die sich mit den Morphemen als kleinsten bedeutungstragenden Einheiten auseinandersetzt. Und das morphologische Prinzip besagt, dass Morpheme in der Regel ihre Gestalt behalten, auch wenn sie im gesprochenen lautlichen Änderungen unterliegen. Das sieht man sehr deutlich an der Umlautbildung bei Pluralbildungen, wie bei Buch, Bücher. Wir sehen hier in der lautlichen Umsetzung Buch, Bücher, dass es nicht nur eine Veränderung des Vokalgraphems von einem Tiefzungenvokal zu einem Hochzungenvokal Buch, Bücher gibt, sondern ebenfalls damit verbunden auch eine Veränderung innerhalb des komplexen Wortes, nämlich durch die komplementäre Distribuierung des Ich- und Ach-Lautes tatsächlich zu einer anderen Wortgestalt. Im Wesentlichen wird es aber graphematisch ähnlich dargestellt. Hier gegenübergestellt sind die sogenannten Wortformen, die Silben und die Morpheme, und Sie sehen in dieser kurzen Übersicht, dass sich die Silben und Morpheme doch erheblich voneinander unterscheiden. Das werden wir zur Grundlage auch der Übungen in der Sitzung machen und auch im Vorausblick auf die Morphologie behandeln. Typische Beispiele für das morphologische Prinzip sind die sogenannten Umlautschreibungen, die wir es schon bei Buch und Bücher gesehen haben, also Dach, Dächer. Davon unterschieden aber Bär, Bären. Das letzte Beispiel folgt dem phonologischen oder phonografischen Prinzip. Typisch auch Beispiele für Silbenendrandschreibungen, hier die Auslautverhärtung Hund, Hunde und die Spirantisierung wenig, wenige. Daneben ist es natürlich möglich, über die Schreibung gleichlautende Stämme voneinander abzuheben. Hier Leib versus Leib, Moor, Moor, Meer, Meer. Aber es gibt natürlich nicht für alle gleichlautenden Stämme eine Unterscheidung auf graphematischer Ebene, wie zum Beispiel Kiefer, Ton oder Reif. Hier würde man dann von Homonymie sprechen. Das waren die Schwerpunkte für das Thema Graphematik in diesem Podcast. Es reicht noch viel weiter darüber hinaus. Und wie Sie gesehen haben, bei der Besprechung des letzten Themas Phonetik und Phonologie entwickeln sich in der Beschäftigung mit dem Beispielmaterial tatsächlich noch zahlreiche Fragen, die man auch nicht ohne weiteres und leicht beantworten kann. Das können wir in der jeweiligen Sitzung tun. Und ich würde jetzt gern zum Thema der Orthographie übergehen, und zwar nicht mit einer Orthographiegeschichte, sondern mit wenigen Beispielen ganz kurz illustrieren, weshalb sich Linguisten mit der normgerechten Schreibung beschäftigen und aus welcher Warte sie das gern tun. Ein typisches Beispiel für die Frage nach der normgerechten Schreibung sehen Sie hier. Es handelt sich dabei um ein Video aus der Reihe Professor Formberger erklärt das Studium. Das klingt nicht nur ein bisschen nach Sendung mit der Maus, es ist auch in einem ähnlichen Format aufgezeichnet und bei Spiegel Online für Sie hinterlegt. Ich möchte es Ihnen nur empfehlen und ans Herz legen, ist tatsächlich in einigen Fällen sehr unterhaltsam. Worauf es mir allerdings hier ankommt, ist bei dem Thema, wie schreibe ich eine E-Mail, dass man sich zunächst fragen könnte, wie schreibt man E-Mail? Wie Sie sehen, ist die Realisierung von Formberger die englische Variante. E-Mail klein und zusammengeschrieben. Das wäre nicht normgerecht, es ist ihm aber nicht anzulassen, da er natürlich selbst entscheiden kann, wie er mit Anglizismen umgeht. Würde er sich nach der Duden-Schreibung oder nach der empfohlenen Rechtschreibung für E-Mail richten, hätte er es wie andere Belege analog getrennt, jeweils groß mit Bindestrich zu schreiben. Das ist tatsächlich die korrekte Schreibung. Nichtsdestotrotz empfehle ich Ihnen dennoch gern diese Serie. Schauen Sie sich die an, zum Beispiel das Thema, wie besuche ich eine Vorlesung. Ein zweites wichtiges Thema, das immer eine Rolle spielt, ist neben dem sogenannten Hausfrauenperfekt der Apostroph.
Und zwar der ewige Kampf darum, nämlich gegen den sogenannten Deppen-Apostroph. Sie sehen hier ein Beispiel aus der sogenannten Zwiebelfisch-Kolumne von Bastian Sick, der tatsächlich hier aus einer Werbebotschaft einen falschen Gebrauch des Apostrophen herauszieht. Tatsächlich ist es so, dass an dieser Stelle kein Apostroph in normgerechter Schreibung stehen dürfte. Und dabei wird ganz gern vergessen, dass die Normung der Apostrophschreibung sprachhistorisch nicht so eindeutig ist, wie Bastian Sick uns verkaufen will. Tatsächlich ist es so, dass es in den letzten 100 Jahren verschiedene wechselnde Einflüsse gab und sich daraus eine Vielzahl von nicht normgerechten Gebräuchen des Apostroph ableiten lässt. Ein Beispiel möchte ich Ihnen hier zeigen. Das sind zwei Werbungen desselben Hauses, und zwar einmal aus dem Jahr 2011 und einmal aus dem Jahr 2009. Während im Beispiel von 2009 die Schreibung von Blu-rays tatsächlich korrekt ist, sehen Sie zwei Jahre später, dass wir hier eine Schreibung mit Apostroph haben, die allerdings falsch ist. Die Folie vor dem Hintergrund ist möglicherweise das sehen Sie im Hintergrund ganz klein, dass hier der Film Ocean's 11 beworben wird und möglicherweise, und das Englische ist der Stifter dieser nicht normgerechten Apostrophschreibungen, wenn man vom Deutschen ausgeht, dass möglicherweise dieses Muster rückgewirkt hat auf die Formulierung des Anzeigentextes, und deswegen ist das hier ein sehr interessantes Beispiel. Keinesfalls soll in jedweder Art behauptet werden, dass die Marketingabteilung dieses Hauses zwischen 2009 und 2011 die normgerechte Schreibung mit Apostroph verlernt habe. Vielmehr ist es so, dass es auch seit 100 Jahren, seitdem es den Duden gibt, ein schlichtes und produktives Durcheinander in der Apostrophschreibung gibt. Und es ist unwahrscheinlich, dass man das in den nächsten 20 Jahren nicht mehr sehen wird. Wer aber diesbezüglich Fragen hat und unsicher ist, kann jederzeit die Duden-Sprachberatung anrufen. Sie ist erreichbar zwischen 8 und 18 Uhr, und zwar Montag bis Freitag, und kostet 1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz. Preiswerter ist es tatsächlich, in eine Grammatik oder Rechtschreibung zu schauen. Bevor wir uns missverstehen, das hier verlinkte Video, Glaubwürdigkeit gewinnen durch korrekte Rechtschreibung, ist durch den sogenannten Duden-Verlag in Auftrag gegeben worden und produziert. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn Sie tatsächlich nur Duden-Produkte selbst in diesem Beitrag verlinkt sehen. Mich interessiert hier an dieser Stelle vielmehr, dass anhand der Rechtschreibung nicht etwa auf den nicht normgerechten Gebrauch von Sprache durch einen Sprachbenutzer geschlossen wird, sondern an die Rechtschreibung noch ganz andere Interpretationen angelagert werden, die im Zweifelsfall höchst problematisch sind. Ein Beispiel haben Sie gesehen, da ging es um den sogenannten Deppen-Apostroph, also dass man gleichzeitig unterstellt, wer den Apostroph an falscher Stelle setzt, hat gewisse kognitive Defizite. Eine andere Bildung in diesem Bereich ist das hämisch gebrauchte sogenannte Hausfrauenperfekt, also das Doppelperfekt, ich habe eingekauft gehabt oder ich habe den Apostroph falsch gesetzt gehabt, dass man mit diesem Attribut der Sprech- und Schreibgewohnheit schwäbischer Hausfrauen zuordnet, auch ebenfalls eine Wortschöpfung von Bastian Sick, von der man sich tunlichst fernhalten und immer distanzieren sollte. Und hier in diesem Beispiel sehen Sie neben dem Versprechen, Glaubwürdigkeit zu gewinnen durch korrekte Rechtschreibung, ebenfalls Fragen diskutiert wie den immerwährenden Sprach- und Kulturverfall oder die Medien- und Sprachinkompetenz jüngerer Generation. Stichwort, wir verlernen den Gebrauch von Rechtschreibung durch das Chatten und Schreiben von SMS. Schauen Sie sich den Beitrag an. Auch den würde ich ganz gern mit Ihnen im Seminar kritisch diskutieren, und möglicherweise haben wir mehr Fragen dazu zu entwickeln, als Antworten zu geben. Als letztes möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Ressourcen eingehen, die ich hier für diesen Podcast verwendet habe. Das war zum einen das Video, wie schreibe ich eine E-Mail aus der Reihe Professor Vormberger erklärt das Studium. Zum zweiten eine von Schülern gestaltete Anlauttabelle. Zum dritten das Video Glaubwürdigkeit gewinnen durch korrekte Rechtschreibung. Sie sehen hier zwei Bezugsmöglichkeiten bei YouTube und beim Presseportal. Ich hatte abschließend auf die Duden-Rechtschreibung als App, als Applikation für iOS und Android
auf den jeweiligen Märkten hingewiesen und zum Schluss auf die deutsche Rechtschreibung, ihre Regeln und das Wörterverzeichnis, herausgegeben vom Rat für deutsche Rechtschreibung. Ich freue mich auf den Donnerstag und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Bis dahin.